Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es mal wieder ein kleines Taschenlampen-Review, diesmal aus dem Hause Sofern. Und zwar handelt es sich um die C8F mit 3500 Lumen. Und was diese Lampe alles kann, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Los geht's! Ja, als erstes mal zur Lampe. Wir haben hier einen seitlichen Bedientaster und einen Bedientaster auf der Rückseite. Die ganze Lampe wird mit einem 21.700er 4000 mAh Akku betrieben. Allerdings ist im Lieferumfang auch ein Adapter für 18650er Akkus mit dabei. Was ganz klar auffällt, als erstes an der Lampe vorne wieder der überstehende Rand, somit dass die Lampe nicht verkratzt wird, wenn sie mal am Boden irgendwo steht oder irgendwo gerade abgestellt wird, finde ich ganz cool. Ansonsten das Griffstück hier auch geriffelt, somit hat man echt auch einen super Grip an der Lampe. Und ja, das Geilste an der Lampe ist, dass man sie stufenlos mit dem seitlichen Schalter hoch und runter dimmen kann. Ich würde sagen, wir schauen uns die Lampe einfach mal genauer an und packen sie erstmal aus, was alles dabei ist. Ja, also die Lampe wird eher in einem unscheinbaren Karton geliefert, hier nur mit einem Barcode und einer kurzen Bezeichnung, was überhaupt drin ist. Ja, ansonsten in dem Karton drin ist natürlich die Lampe an sich, die haben wir jetzt schon heraus. Wir haben einmal die Adapterhülse für den 18650er Akku, was ich gerade eben schon angesprochen hatte. Hier war die Lampe drin und wir haben hier ein Akkuladegerät dabei, wo wir den Akku rausnehmen können und den per USB-Anschluss anschließen können. Somit können wir ihn auch nochmal laden, bevor wir die Lampe brauchen. Gut, ist mittlerweile fast bei jeder Lampe ja standardmäßig mit dabei, aber trotzdem immer wieder eine coole Sache. Hier haben wir die Handgelenkschlaufe drin verpackt und auch nochmal zwei Gummidichtringe, falls mal irgendwas undicht werden sollte oder irgendwas porös wird. Des Weiteren haben wir hier natürlich dann eine Karte, wo drauf steht Not Happy oder Happy. Ja, wahrscheinlich um eben Feedback zu geben dem Hersteller oder wie auch immer. Genau, hier steht natürlich auch, wie man dem folgen kann auf Facebook oder hier sogar, was ist das, Telefonnummer, genau. Und Mailadresse, jo. Natürlich jetzt nicht unbedingt für die Lampe zwingend notwendig, aber ist halt mit dabei. So, der Wind ist stark, wie ihr seht. Ja, und ansonsten haben wir hier noch eine Bedienungsanleitung über die Lampe selber. Hinterer Schalter, Akkurohr, seitlicher Schalter, hintere Kappe, Lampenkopf und so weiter. Ja, stehen natürlich auch noch technische Daten drin, aber die erkläre ich euch ja jetzt natürlich nochmal separat im Einzelnen. Ihr seht es hier schon mal, den hervorgehobenen Bedientaster auf der Seite, natürlich auch mit Riffelung. Somit ist es auch kein Problem, den Schalter mal im Dunkeln leichter zu finden. Genau das gleiche haben wir dann natürlich auch auf der Rückseite hier mit der Perforierung, sage ich mal, dass man ihn halt spürt. Aber klar, auf der Rückseite ist natürlich nur ein Schalter. Hier sieht man dann die Befestigungen für die Handgelenksschlaufe, einmal rechts und links. Und ja, den hervorstehenden Rand, den ich vorher schon erwähnt hatte, die drei LEDs vorne mit dem Reflektor drin. Und jetzt würde ich sagen, schrauben wir die Lampe einfach mal auf und schauen, wie es da drin ausschaut. Ich mache jetzt mal die hintere Kappe runter. Da ist natürlich der Akku drin versteckt. Hier, wie vorher schon mal erwähnt, der 21.700er 4000 mAh Akku. Allerdings mit dem Adapterrohr natürlich auch die 18650er Akkus zu verwenden. Der wird einfach hier reingesteckt. Hier haben wir noch dieses Gummiringerl, was auch vorne in der anderen Beipack Tüte noch mit drin ist zum Ersatz, falls er porös wird. Genau, zugeschraubt und dann ist sie eigentlich auch schon einsatzfähig. Ja, Freunde, was mir an der Lampe eigentlich am besten gefällt, ist diese stufenlose Dimmfunktion. Finde ich eigentlich ganz cool, weil du halt dann eben genau einstellen kannst, was für eine Helligkeit du die haben möchtest. Ist ganz geil zum Fotos ausleuchten und dafür nehme ich die Lampe momentan auch her. Ja, damit sind wir aber auch schon wieder am Ende von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen, was die Taschenlampe alles so kann. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns wie gewohnt im nächsten Video. Lasst ein Feedback da und bis bald. Ciao, ciao.